Rekordmeister Manchester United wie Spurs am Samstag im FA Cup beschäftigt, rangiert zwei Zähler vor dem Klopp-Team. Tabellenführer Manchester City ist 18 Punkte enteilt. Aufsteiger Huddersfield Town gerät indes immer mehr im Abstiegskampf unter Druck. Die Mannschaft von Teammanager David Wagner unterlag zu Hause im Kellerduell gegen Crystal Palace mit 0:2, 0:1. Mit 31 Punkten belegt der Neuling den 15. Tabellenplatz. Palace ist bis auf einen Zähler herangerückt. Der Abstand für Huddersfield auf den ersten Abstiegsrang beträgt 3 Punkte. Allerdings verloren am Samstag auch abstiegsgefährdeten Clubs Stoke City und West Bromwich Albion. Drei Deutsche bei Huddersfield im Einsatz: James Tomkins 23. und Luka Milivojevic 67. Foul Elfmeter, schossen Tore für Palace. In Christopher Schindler, Colin Kwaner und dem eingewechselten Chris Löwe kamen drei deutsche Profis bei Huddersfield zum Einsatz. Der vorletzte Stoke unterlag trotz eines Tores von Ex-Bundesliga-Profi Eric Maxim Choupo-Moting 77. 1:2, 0:0 gegen den FC Everton. Der Ex-Frankfurter Cenk Tosun 69. 84. war zweimal für Liverpooler erfolgreich. Stoke-Profi Charlie Adam sah schon in der 30. Minute rote Karte. AFC Bournemouth bezwang Schlusslicht West Brom 2:1, 0:0. Video: Löw erklärt bei Eurosport, darum fehlt Götze im DFB-Kader.